Wernher tritt die Heimreise an und der Plan zur Wiedergründung des bayerischen Königreichs steht. Er braucht jetzt nur noch ein wenig Geduld und Zeit, bis er denn dieses Projekt angehen kann. Aber es scheint, dass sich unsere Karawane in diesem fremden Land ein wenig verirrt hat. Nein, wieso denn? Wer hat's hier verpatzt? Unser langjähriger Karawanenführer Hugo von Altem Baumberg. Oh, hat er sich wieder einmal ablenken lassen von den anderen Männern in der Reisebegleitung. Es scheint fast so. Er ist aber auch hier schon wieder, muss man sagen, verwundet. Und es ist doch auch nicht das erste Mal, dass er hier sowas verpatzt hat, oder nicht? Eigentlich ist er ein langjähriger, erfahrener Mann. Hugo führt uns schon seit Stunden durch Grado. Und obwohl er endlich seinen Stolz heruntergeschluckt und nach dem Weg gefragt hat, scheint er vulgär-italienisch nicht gerade fließend zu sprechen. Lasst mich es einmal versuchen. Das ist eine Diplomatie- und Bildungsherausforderung. Es könnte hier sogar, wir sehen ja die Chancen zu 60% gelingen, dann erhalten wir hier sogar noch etwas Prestige. Oder aber, naja, das verzögert sich hier um 7 Tage. Ist jetzt zwar auch nicht so wild, aber mal sehen. Es wurde verzögert. Wir haben uns einfach verlaufen. Auch Werner hat es nicht geschafft, hier sich in der Umgebung schlau zu machen. Und unsere Schwiegertochter Ludgard ist verstorben. Die Ehepartnerin eures Erben Markwart. Sie starb an Krebs. Ah nein, stimmt ja. Die haben wir ja erst freigekauft. Und jetzt ist sie hier ihrer Krankheit erlegen. Ja, das bedeutet natürlich, dass Markwart hier eine neue Frau benötigt. Wie sieht es eigentlich mit den Kindern aus? Auf die haben wir hier noch gar nicht geblickt. Ja, wäre natürlich gut zu wissen, wie hier das Verhältnis zwischen den beiden war. Das werden wir jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr rausbekommen. Man muss sagen, dass sie generell recht begabt war, vor allem was die Diplomatie angeht. Und ja, Markwart ist so recht begabungsfrei, wobei sein Bildungswert durchaus gut ist. So, und die Kinder. Wir haben ja einmal Rothard von Kempten, der übrigens hier mit 16 der Karawanenführer von Graf Teudebur ist. Okay. Und wir haben Wernher von Kempten, 10 Jahre alt. Was ist das hier eigentlich für einer? Weil potenziell werden wir ihn ja einmal übernehmen. Aber bis dahin kann natürlich noch viel passieren. Der gilt als gefühllos, er ist ein religiöser Eiferer und ungeduldig. Auch eine interessante Kombination. Gilt hier als kerngesund. Okay, und hat als Frau Konstanze Dunoding. Ja, ist die Frage, ob wir das jetzt sofort hier angehen oder ob wir damit noch ein bisschen warten. Ich würde sagen, wir warten zumindest mal etwas. Wobei, dann könnten halt eventuell wieder andere Kandidatinnen vorhanden sein. Wir können ja mal schauen. Jetzt können wir hier nur Heirat arrangieren machen. Ist das nur vom gleichen Hof? Ich glaube schon, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Das heißt, hier müsste man eigentlich Ehepartner finden gehen können. Aber weil er nicht an unserem Hof ist, können wir das nicht machen. Das heißt, er kann sich hier jetzt, soweit ich weiß, selbst entscheiden. Was ich an sich auch nicht schlecht fände, wenn er das denn tut. Ja, wir gucken mal. Okay, also wir werden ihm das einfach mal überlassen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das selbst macht. Und kann ja auch sein, dass er ihr sehr hinterher trauert oder so und sich deswegen dafür noch nicht entscheidet. Wichtig ist jetzt ja vor allem, wie geht es hier Wernher gesundheitlich? 60 Jahre alt. Es geht ihm schlecht, er leidet hier wieder an einer Krankheit, hat aber die, ja, die Leidenschaft fürs Leben neu entfacht bekommen. Und ist jetzt, denke ich, immer noch voller Tatendrang. Hoffentlich macht sein Herz das Ganze hier mit. Ansonsten muss das halt Markwart fortführen. So, jetzt wurde hier noch eine Cousine von uns gefangen genommen und der Nachbarschaftskrieg ist jetzt hier endlich beigelegt. Euer Nachbar König Bohodar von Ungarn hat gegen euren ehemaligen König, jetzt Herzog Frederik, einen Krieg gewonnen. Das war eben dieser ungarische de jure Krieg um das Herzogtum von Ungvar. So, das Ganze wurde hier jetzt beigelegt und insofern ist es natürlich für uns günstig, dass die ungarische Armee hier erstmal nicht mehr ihr Unwesen treibt und auch eigene Domänen von Wernher her hier nicht belagert hat. Ja? Also wir kamen da direkt nicht zu Schaden. Aber ist natürlich interessant, ja, wenn wir dann jetzt hier den Krieg erklären würden, dem ehemaligen König.
Und ja, wir wissen, er ist da nicht so, er wird das dem König, dem ehemaligen König, nicht so unter die Nase reiben. Aber ich erinnere nur an diesen Auftritt und wie er ausgelacht wurde vom damaligen König von Bayern. Und wer, ja, lacht jetzt als Letztes, so wird zumindest Marquardt das sehen. Er jetzt nicht wirklich, ich denke, Werner macht sich hauptsächlich Sorgen um die Gesamtsituation. So, jetzt geht's hier natürlich zurück und da wird Werner auch erfahren, dass seine Frau hier ein paar Mittel erpresst hat, was sie nicht hätte tun sollen, auch wenn es für unsere Staatskasse gut gewesen ist. Teodoro ist tief in Gedanken versunken, als unser Gefolge die Steinbrüche von Trent betritt. Er ist über einen großen, grob gehauenen Holztisch gebeugt, vertieft darin, etwas auf einer Schriftrolle zu zeichnen. Was ist denn hier los? Ich lehne mich über seine Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Herr, ich hatte euch gar nicht bemerkt. Verzeiht bitte. Wer ist das hier eigentlich? Irgendein wandernder Typ. Gilt als hinterhältig, aber auch fleißig und ehrgeizig. Ein Architekt. Okay, okay. Hat einen hohen Verwaltungswert. Also eigentlich ein fähiger Mann. Da Werner selbst einen hohen Verwaltungswert hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, er erkennt Talent diesbezüglich durchaus schnell. Ich erkundige mich, was er da macht und Teodoro antwortet, oh, ich schreibe gerade meine Gedanken zum Bau und zur Errichtung von Fundamenten auf. Ich bin ein recht guter Architekt, wisst ihr, sagt er und lächelt schüchtern. Okay, und was sagt Werner dazu? Die sind ziemlich gut, ich hätte gerne eine Zeichnung davon. Kostet 225 Gold. Wir würden diese Zeichnung bekommen. Oder das ist wunderbar, macht weiter so gute Arbeit. Und er kriegt ja Anspannung, weil er fleißig ist, weil wir damit nichts anfangen. Also ich glaube, er hat das Bedürfnis, das irgendwie umzusetzen, was da drin steht. Was gibt das denn hier? Bildung plus 1 und Burggebäudebauzeit minus 20%. Eine Schriftrolle mit einer Zeichnung, die das Wissen darüber enthält, wie bestimmte Gebäude am effizientesten gebaut werden können. Und ich würde sagen, ja, da hat er schon das Bedürfnis. Er ist ja da sehr lernwillig, möchte das alles umsetzen. Und vor allem Burggebäude, Bauzeit minus 20%, wenn wir da irgendwann mal dazu kommen, ist das sogar immens. Von daher, wir haben das Gold und das wird er hier in die Hand nehmen. So, wir sind jetzt hier Eigentümer geworden davon und das gilt ja als Schmuckstück und das kann er sich natürlich sofort hier einheimsen und das gibt zumindest hier einmal Bildung direkt dazu. Und der andere Vorteil, ja, das wird sich halt mit der Zeit ergeben, gehe ich mal davon aus. Weiter geht's Richtung Heimat, hier natürlich die beschwerliche Bergpassage im Alter von 60. Ah, aber ich meine, er wird hier auch ein Pferd benutzen, man weiß nicht, wie der Weg hier ist, aber naja. Wir werden sehen. So, jetzt haben wir hier wieder diese Ansprüche. Herzogtum von Masowien. Das interessiert uns nicht wirklich. Ich möchte trotzdem einmal schauen, wo das hier ist. Ah, hier. Eieiei. Hier im Nordosten. Okay, ich meine, gut zu wissen, aber da, das werden wir, dem werden wir nicht irgendwie nachgehen. So. Eurem Neffen Graf Gundbert II. Von Hohenberg ist nicht in unserem Reich und mit dem können wir jetzt ja ein Bündnis aushandeln. Ja, ist hier unser Neffe. Wo befindet der sich? Hier drüben. Ist auch wieder die Frage, wenn wir hier halt ein Bündnis eingehen, was wir uns damit einbrocken potenziell. Ist auch verbündet mit Kunitza und verbündet mit Graf Teudebur von Baden. Hier steht auch, er wird nicht annehmen. Wieso denn das nicht? Ich würde eigentlich sagen, er sollte hier in seinem Interesse sein. Na gut, dann können wir das hier auch beruhigt wegklicken. Und von ihm können wir hier übrigens auch noch etwas erpressen, aber das machen wir auch nicht. Nun gut, weiter geht's. Ab in die Heimat. Ich merke, dass mich KPK mehr als sonst meidet. Und nein. Wieder so ein Vibe, was uns hier verunglimpfen will. Wer ist überhaupt Kapeka? Einfach Höfling von uns. Graf Zintul, der Graf der Würfel. Die Ehepartnerin davon, beziehungsweise die Witwe. Ah, der geht sowieso gerade nicht gut. Okay, also sie lehnt hier die Gesellschaft ständig ab und steht sofort auf. Wir haben vielleicht nicht die beste Beziehung, doch diese Haltung fängt an, mich zu ermüden. Vor allem, wenn ich mitbekomme, wie sie mich öffentlich verleugnet. Werner ist ein wertloser Holzkopf.
Kopf. Ich wäre als Herzog viel besser geeignet. Ja, ich meine, da kennen wir ja seine Linie so ein bisschen. Ich kann mich aber immer nicht so richtig dran erinnern, wann wir jemanden fortgejagt haben oder ihn eingesperrt haben. Ich meine, wäre es nur das Erste, dass sie sich so ein bisschen lustig macht oder die Gesellschaft meidet, dann würde ich immer sagen, einfach fortschicken oder er sagt Schwarm drüber. Aber ich weiß nicht, so richtig sagen, ich wäre als Herzog viel besser geeignet, wenn das hier jeder sagen könnte. Das würde nur zu Unruhen führen, deswegen muss sie hier eigentlich in den Kerker. Und da werden wir sie auch hinschicken und dann kann sie da melancholisch sein. Okay. Darf halt immer nur nicht vergessen, warum jemand im Kerker war. Da würde ich mir gern irgendwie Notizen dran machen. Ja, das wäre hervorragend. So, die Regentschaft wurde hier beendet. Und jetzt werden wir auch hier erfahren haben, was sie angestellt hat. Und ich denke, Wernherr wird damit nicht allzu zufrieden sein. Aber das alte Ehepaar, ich meine, die werden ein paar kritische Blicke miteinander ausgetauscht haben. Und er ist sich im Klaren darüber, dass sie sich hier nicht mehr verändern wird. Und jetzt, wie lang braucht das hier noch mit diesem Anspruch? 10 Monate und dann ist es soweit. Interessant ist ja vor allem, dass Wernherr diese eine zusätzliche Grafschaft hier auch noch selbst verwalten könnte, ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Und hier sieht man immer noch so ein paar Vögel hin und her fliegen. Das ist für mich immer fast wie so ein Anzeichen einer Seuche. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt bedeuten soll. So, was denn hier los? Seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Ist das nicht unser Ratsverwalter? Ja. Ich biete eurem Ratskanzler Bürgermeister Odilo bereits einige Wochen Obdach und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reichs aufzuzeigen, über das ihr regiert. Es ist mir schlichtweg eine Ehre, euer Vasall zu sein. Ich erachte mich als gesegnet, derart dankbare Diener zu besitzen. 5 Jahre lang plus 30 Meinungen hervorragend. Ist er denn hier noch auf heimische Angelegenheiten bedacht? Okay, ich würde aber sagen, dass er hier versuchen sollte, sich um die fremden Angelegenheiten zu kümmern mittlerweile. Einfach, da wir ja hier die eigenen Vasallen ganz gut unter Kontrolle haben. Er ist ja ein beliebter Herrscher. Und die diplomatischen Beziehungen hier im Außenbereich jetzt zu den anderen ehemaligen Vasallen des Bayerischen Königreichs zu verbessern, das sollte hier, denke ich, ganz vorn stehen. Venedig übrigens auch hier interessant, ja, das ist ja oft hier nur so ein ganz kleiner Landeszipfel, aber hier, er hat das ganz schön ausgebaut und das war auch der hier als Gast mit vorhanden war auf dieser Prachthochzeit, dieser durchlauchte Doge Gusberto und der gilt ja als maßvoll und demütig, der hat sich ja ein bisschen beschwert so über das immense Deko und alles, was da aufgefahren wurde, das hat ihm eigentlich nicht so gefallen, ja. Und man muss sagen, verbündet ist er hier mit dem Graf von Trent, nur 3500 Mann. Also das ist alles hier recht wackelig. Da muss man wahrscheinlich ja auch ein bisschen Angst haben vor Ungarn. Das ist ja auch alles so ein bisschen hier eingekesselt. Mal sehen, was es in Zukunft noch so gibt. Und jetzt würde ich sagen, da jetzt so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, können wir, denke ich, sogar die Zeit ein wenig schneller laufen lassen. Denn eigentlich warten wir ja wirklich nur darauf, dass hier diese Ansprüche, dass wir die endlich geltend machen können. So ein passendes Geschenk für zwischen den Ständen der reisenden Händler ist das geschäftige Treiben geradezu mit Händen zu greifen. Die behelfsmäßigen Hütten sind bis unter die Dachsparren gefüllt und enthalten allerlei Schnickschnack. Diese Stücke strahlen förmlich und würden sich als hervorragendes Geschenk eignen. Als Herzogin Richara und ich an einem der Händler vorbeikommen, die Schmuck anbieten, hält sie kurz inne, um einen genaueren Blick auf die feilgebotenen Stücke zu werfen. Vielleicht würde meine ehrenwerte Herzogin ja eines davon sehr mögen, dass es ihr den Tag versüßt. Was denn jetzt hier los? Ist er so gönnerhaft ihr gegenüber? Ein Ring würde zur Herzogin Richara passen. Er würde ihr 225 Gold ausgeben. Was bringt das denn Herzogin Richara, also hier so vorteilsmäßig im Spiel? 10 Jahre lang gilt sie dann als geschmückt, höhere Fruchtbarkeit, weniger Anspannung, Lebenserwartung plus 5 in Jahren. Mensch, was so ein Ring bewirken kann. Und Anziehungsmeinung plus 15. Gewinnt 40 Meinungen von uns. Meine Güte. Oder das Geschenk, meine Gesellschaft muss ihnen reichen. Und das würfel ich hier aus.
Weil ich weiß nicht, inwiefern sie sich gezockt haben bezüglich dieser Veruntreuung von Gold. Und vielleicht mag er auch einfach ein bisschen Harmonie in diese Ehe reinbringen. Bin ich mir etwas unsicher. Wir schauen einfach mal. Wir lassen mal den Zufall entscheiden. Und ich würfel eine 4. Und das bedeutet, das Geschenk meiner Gesellschaft muss ihr reichen. Und er kauft dir keinen teuren Ring. Er hat da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Groll auf sie. Dass sie das in seiner Abwesenheit eben nicht so verwaltet hat, wie er das für richtig gehalten hätte. So, und jetzt herrscht natürlich auch hier erstmal ein Waffenstillstand mit Ungarn, aber nur, glaube ich, zwischen dem Herzogtum von Bayern und dem Königreich von Ungarn. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah, dieses ungleiche Paar. Guck, Wilhelmiden Graz und Ramhilde von Kempten. Und die können jetzt hier heiraten, wird annehmen. Ja, dann machen wir das doch mal so. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Herzogin Mathilde der Steiermark. Gut, nicht, dass wir hier doch ein fälschliches Bündnis noch eingehen, sodass wir diesen Plan hier nicht mehr realisieren können. Und die Steiermark, wo haben wir denn jetzt das hier? War das nicht ein Teil von Salzburg? Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Jedenfalls hier im Osten hat sich dieses Gebiet befunden. So, und jetzt kann ja noch ein Verlöbnis arrangiert werden. Wer schlägt denn das hier vor? An den bescheidenen Herzog Werner von Augsburg. Ich schlage ein Verlöbnis vor, dass mein Sohn Johann Balgarsko Zoresti und eure Enkelin Uta von Kempten eingehen könnten. Gut, schauen wir noch mal. Das hier ist die Tochter von unserem Sohn Ludpold von Kempten. Okay. Und die hat noch keinen Partner. Prinz Johann der Walachei. Und die Walachei ist verbündet mit Ungarn. Da könnte man jetzt sagen, das geht doch nicht. Das können wir hier einfach nicht eingehen. Das ist ja letztendlich unser Feind. Aber taktiert Wernher hier so, dass er versucht, Ungarn in eine schwächere Position zu bringen, indem wir uns mit dem Verbündeten von Ungarn verbünden und versucht, hier das mit diplomatischen Mitteln zu lösen, kann ich mir durchaus vorstellen. Die Frage ist, ist Prinz Johann der Walachei hier auch der Erbe? Und das ist nicht der Fall, sondern Prinz Kostin der Walachei wäre hier der Erbe. Ja. Aber ich meine, es wäre ja ein Anfang. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen überlege, er ist halt ja auch orthodox. Ob das dann überhaupt geht oder nicht und ob das so üblich war oder nicht. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht komplett geschichtstreu. Wir schreiben hier die Geschichte neu. Und in Anbetracht der Umstände, was ich vorher so ein bisschen erläutert habe, ja, mit dem Verbündeten des Feindes, ich denke, das würde Wernher hier probieren. Und er versucht das hier so in die richtigen Bahnen zu lenken, langfristig gesehen. Und er wird das hier annehmen. Okay. Verbündet mit uns. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben aber kein Bündnis hier tatsächlich mit der Walachei. Also das sieht ein bisschen anders aus. Aber gut, ich meine, in Zukunft kann das natürlich einiges bringen. Wir gucken hier nochmal rein. Anfällig für ein Druckmittel. Das werden wir auch nicht ausnutzen. So. Jetzt kommen wir hier bald über die 30 Gold. Das ist natürlich enorm. Jetzt kam eben noch was dazu. Nein, es ist soweit. Wernher kann seinen Plan nicht mehr persönlich umsetzen und starb im Alter von 60 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Als gewissenhafter Mann war er bekannt für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Ratsverwalter und Herrscher. Ja, wann hat das einfache Volk das letzte Mal so profitiert von einem Herzog? Also da kann ich mich davor nicht dran erinnern. Herzog Markwart besteigt nun den Thron mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein. Ja, er gilt als arrogant. Wird er entweder Ruhm oder Schande über die von der Kempten-Dynastie bringen? Die Zukunft wird es weisen.
So, und dann schauen wir hier nochmal kurz rein. Hier gehen jetzt natürlich einige Titel verloren. Nämlich das Herzogtum von Nordgau geht an seinen Bruder Herzog Ludpold. Und das ist natürlich ein Problem, denn ich denke, dass Marquard den Plan natürlich mitbekommen hat, hier das Bayerische Königreich zu gründen. Und das wird auch sein Ziel sein. Vielleicht mit einer bisschen anderen Intention. Er hat keinen Skrupel davor, das dem ehemaligen König irgendwie abspenstig zu machen, das Herzogtum von Bayern. Einfach, weil er ja als arrogant gilt, hat gesehen, wie sein Vater niedergemacht wurde vom ehemaligen König. Und er ist sowieso der Meinung, dass seiner engen Familie, seiner Kernfamilie, dieses gesamte Königreich zusteht. Und ja, er sieht natürlich auch die Gefahr von Ungarn, aber dadurch, dass er halt hier so arrogant ist, und hier übrigens auch ein Theologe, das müssen wir hier mal weglegen, dann wird das hier angezeigt, denke ich, wird er das hier durchsetzen wollen. Und wir müssen uns ja hier dann auch um seine Ehefrau kümmern. Er betrauert auf jeden Fall den Tod seines Vaters. Es ist nicht so, dass er jetzt ewig darauf hingegiert hat, selbst Herzog zu sein. Aber er nimmt natürlich auch diese Zügel in die Hand. Damit hat er kein Problem. Und die Agenda dürfte zumindest insgesamt die gleiche sein. Interessant wird vor allem sein, wie er sich gegenüber Ungarn dann verhält. So, jetzt werden wir hier mit dem Fortsetzen gucken, aber nochmal so ein bisschen die Linie an. Herzog Wernher hier davor, 60 Jahre alt geworden, davor hatten wir Herzog Markus, Graf Meginhard II., Graf Gunbert II. So geht das hier alles zurück, Herzogin Ulrike, das war ja sozusagen die Linie. Wir hatten sie ja mal so ein bisschen verlassen, zumindest bei Bruder und Schwester sind wir geblieben, aus besagten Gründen. Und jetzt werden wir hier fortsetzen und müssen schnell einmal pausieren. Na, Moment. Denn jetzt haben wir natürlich viel, viel zu tun. So, das werden wir hier einmal schließen. Um nochmal kurz anzureißen, was Herzog Marquard hier für ein Herzog ist oder eine Person ist. Er ist ein bisschen als verwöhnter Schnösel aufgewachsen, würde ich mal sagen. Wurde so ein bisschen zurechtgewiesen durch seinen Großvater, der dann doch viel von ihm gefordert hat. Dadurch wurde er sehr loyal seiner Familie gegenüber. Er gilt außerdem hier als unersättlich, aber auch keusch und hat hier keine Frau. Ist also ein bisschen überfordert jetzt hier mit der Verwaltung. Man sieht es, 5 von 4 Domänen. Und er hat hier auch schon 2 Kinder. Jetzt gucken wir vielleicht nochmal, was er noch für Beziehungen hat. Und interessanterweise ist sein Bruder sein Freund. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, dass er den Anspruch hat, hier das alles zu beherrschen. Jetzt ist die Frage, wird er seinem Bruder trotzdem das Herzogtum abspenstig machen, obwohl er sein Freund ist? Bin ich mir nicht so sicher. Könnte aber sein. Wir hatten ja auch gesagt, dass er selber hier das alles miterlebt hat, auch noch mit Schwaben, dass Schwaben eigentlich zu Augsburg gehört hat. Auch da dürfte er dran interessiert sein. Und wir sehen, er hat hier einen Anspruch auf das Herzogtum von Schwaben. Er hat einen Anspruch auf das Herzogtum von Nordgau. Und hier könnte er dann, indem er das durchsetzt, natürlich wieder ein Königreich gründen und eventuell Bayern neu gründen. Er müsste aber natürlich für das, um das Herzogtum von Schwaben zu bekommen, erstmal Deutschland den Krieg erklären. Welches aktuell nicht allzu stark ist. Die haben hier noch ein paar Verbündete. Okay, Königin einer, die Mistige von Deutschland. Moment mal, gibt es 2 Königinnen? Nee, das ist einfach nur seine Frau. Ich dachte schon einmal ein König, einmal eine Königin, aber logischerweise. Ja, und ich denke vielleicht, hier wird immer noch ein Anspruch fingiert. Ich meine, das könnte er natürlich sowieso noch bekommen. Ich denke, hier steht zwar der ehemalige König nicht als Rivale drin, aber das wird ihm, denke ich, Genugtuung geben. Also das wird er hier trotzdem erobern wollen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und vielleicht, je nachdem, wie es ausgeht, muss er hier gar nicht unbedingt das Herzogtum von Nordgau erobern. Wird sich ja vielleicht nicht gleich mit seinem Bruder anlegen. Aber wir gucken auch mal, was hat er eigentlich hier für eine Ausbildung genossen? Er ist ein erkenntnisreicher Denker. Und ich denke, da sollten wir hier auch mal zuerst reinschauen. Okay, sein Lebenswandel. Sind hier im Bereich Bildung, da hat er schon Fortschritte gemacht. Interessant wird so sein, was er hier gewählt hat.
Beziehungsweise man hat es ja schon an dieser Eigenschaft des Theologen gesehen und so hätte ich ihn hier eigentlich überhaupt nicht eingeschätzt, ja, von den Eigenschaften, aber das sollten wir zumindest mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Er ist außerdem fettleibig und ein bisschen sieht man's. Und dann ist natürlich die Frage, wo er hier weitermacht. Besinnt er sich darauf, seinen Körper jetzt hier in Form zu bringen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwie dieses Arroganzsein und Unersättlichsein. Ich glaube, er sieht das gar nicht ein, dass er da etwas tun müsste. Könnte ja in Richtung Gelehrter sein gehen. Wir könnten natürlich auch auf andere Bereiche uns fokussieren. Aber auch das bin ich mir nicht so sicher, ob wir das hier machen, weil da sticht nichts wirklich raus. Am meisten sticht hier wirklich die Bildung raus. Das heißt, uns bleibt da eigentlich nur der Gelehrte. Und das bedeutet, gehen wir jetzt auch hier in den Bereich. Schwerpunkt Gelehrsamkeit bringt übrigens auch die Entwicklung voran. Aber ich denke, wenn er schon hier so diesen Theologen gewählt hat, dann bleiben wir beim Schwerpunkt Theologie. Ich denke, das macht ihn dann so mit am meisten aus. Und die nächsten Punkte vergehen wir dann halt hier so in dem Bereich. Ja? Dann ist er sozusagen ein Gelehrter. Theologe. Okay, was haben wir hier noch zu tun? Leere Ratsposten über der Domänenschwelle, alles klar. Nach einer Amme müsste man noch suchen. Ja, aber die wichtigste Entscheidung ist, denke ich, hier eine gute Frau. Wie sieht es hier überhaupt mit den Bündnissen aus? Darauf müssen wir ja auch schauen. Gar keine Bündnisse. Ich weiß gar nicht, wir dürften doch aber eigentlich welche schließen können. Wir werden das jetzt mal nicht machen, also die müssten ja hier mit, die sind hier mit aufgelistet, also da müssen wir auf jeden Fall schauen. Aber wichtig ist, denke ich, vor allem, dass wir hier primär danach schauen. Und wir könnten natürlich hier, und das wäre wünschenswert, bessere Beziehungen zu Westfranken aufbauen. Das ist hier somit der stärkste Bündnispartner, der existiert. Eine westfränkische Prinzessin, das wäre doch was. Wir gucken mal. Die jüngste Prinzessin Meyer oder Mer, wie auch immer man sie ausspricht, von Westfranken. Ich denke, das würden wir hier machen. Dann hätten wir ja tatsächlich das Königreich von Westfranken als Verbündeten. Das machen wir auch direkt. Wir wählen sie aus, schicken dieses Angebot ab. Ja, dann können hier noch keine Kinder entstehen, aber für die Zukunft sicherlich. Da könnte man natürlich auch hier eine Prachthochzeit vollziehen. Oh, das kann ich mir schon vorstellen. Und Begräbnis müssen wir auch noch machen. Eine Prachthochzeit so einem arroganten Herrscher hier, der viel auf sich hält und Unersättliches. Ich denke schon, dann mit einer westfränkischen Prinzessin. Das führen wir hier durch. Und dann werden wir hier diesen Vorschlag einmal abschicken. Und ich würde sagen, das ist erstmal ein guter Cut. Wie gesagt, wir sollten uns dran erinnern, dass wir hier diese Beisetzung auch noch unbedingt durchführen. Jetzt findet hier beides eventuell statt. Die Beisetzung müssen wir auch noch planen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier... Das hätten wir hier wahrscheinlich zuerst machen müssen. Ach hey. Ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert, wenn man das hier jetzt gleichzeitig macht. Wir können ja alles auf einmal planen. Ein Kufstein. Okay, jetzt war ja sowieso erstmal eine Verlobung. Es käme ja dann zur Prachthochzeit. So, und ich denke aber mal, dass wir das hier direkt in Innsbruck machen sollten. Hier drüben könnte man das auch machen, weil ein Tempel existiert. Ah, ich weiß nicht. Ich finde, in Innsbruck sollte man das machen. Und dann wählen wir hier seinen Vater aus. Verstorbene Wernherr. Jawohl. Und jetzt können wir hier noch verschiedene Sachen wählen. Wir müssen ja nicht reisen. Der Vorsatz, den man hier nehmen kann, ist entweder Trauer, Mord, Verführen oder Anfreunden. Legitimität stützen. Warum geht das hier eigentlich nicht? Von Kemp muss den Vorzug Söhne unserer Väter haben. Nee, also es wird hier die Trauer sein. Dies ist eine Zeit, um die Verstorbenen zu betrauen. Und eine entscheidende Möglichkeit, die eigene Frömmigkeit zur Schau zu stellen, passt ja auch ein bisschen zu ihm. So, Aktivitätsoptionen. Was gibt's denn hier? Bescheidene Zeremonien. Zuwachs an Frömmigkeit, Legitimität und Anspannungsabbau. Nein, das gibt hier schon extravagante Zeremonien. Ich schätze ihn so ein, dass er da durchaus klotzt. Und dann werden wir hier mit der Beisetzung beginnen. Und jetzt sind alle schon direkt eingetroffen. Innsbruck soll die letzte Ruhestätte von Wernherr sein.
Und ich bin Mann, lässt mir die nötige Zeit allein, um meine Gedanken zu sammeln und mich auf die Ankunft der geehrten Trauergäste vorzubereiten. Ich werde ihn nie vergessen. Und an dieser Stelle machen wir einmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.